Hallo alle zusammen, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute vlogge ich schon wieder, also ich habe erst vor 2 Tagen gevloggt. Es war nämlich der Ostervlog, der jetzt heute online kam. Und ich habe einfach gedacht, ich vlogge mal wieder ein bisschen mehr so alltagsmäßig. Ja, weil ich zurzeit irgendwie nicht so dazu komme, mich so vor die Kamera zu setzen und da Videos zu machen. Aber das ist ja praktisch in meinem Kanal, da der so bunt gefächert ist, kann man auch wirklich viele Themen benutzen und kann auch viele Themen machen. Und es wird demnächst auf meinem Kanal nämlich ein neues Thema geben. Finn ist heute zu Hause geblieben, weil er die ganze Nacht sehr gehustet hat. Und ich glaube, er kommt gerade auch. Ja, und zwar waren wir beim Arzt vor dem Wochenende vor Ostern. Und bei einem anderen diesmal und meinte der Arzt, dass es wahrscheinlich Keuchhusten ist, wenn es so lang ist und dass eigentlich der andere Arzt ihm Antibiotika hätte verschreiben müssen, dass er nicht mehr so lang ansteckend ist, weil der war die ganze Zeit so jetzt auch im Kindergarten, weil der Arzt meinte, ja, ist nicht schlimm, der bleibt 3 Tage zu Hause und dann kann er wieder in den Kindergarten gehen. Also ich glaube, er hat jetzt keinen angesteckt, aber ist trotzdem doof. Wir gehen jetzt eben zu dem anderen. Da möchte ich jetzt nochmal hin, weil der Finn nachts jetzt so arg gehustet hat und ja, es tut ihm einfach richtig leid. Er wacht davon ja auch auf und ist dann auch nicht sehr erholt dementsprechend, wenn er aufwacht und hat schon ewig keinen Mittagsschlaf mehr richtig durchgeschlafen. Es tut mir halt leid. Aber ansonsten geht es ihm eigentlich gut. Er hat kein Fieber, er rennt rum, er ruft nach mir. Also einfach nur irgendwas, dass der Husten mal ein bisschen besser wird. Melle, schau den dreckigen Tisch an. Genau, Paddy ist irgendwie immer noch nicht da, obwohl er schon seit einer Stunde Feierabend hatte. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja, der arbeitet noch, genau. Heute ist mal wieder nichts geplant, wirklich. Also wir wollen eine Kommode von einem Kumpel abholen, weil der die verschenkt und die schöner aussieht als unsere. Weil wir hatten das Plastikhaken und durch das Gewicht der Jacken sind die so abgekracht, sieht richtig blöd aus. Und ja, genau, also das auf jeden Fall. Dann bauen wir heute den Wachtelstall weiter. Ich kriege nämlich Wachteln und ich freue mich mega drauf. Also ich darf den auch selber ausbrüten in so einem Kunstbrüter. Dann habe ich so mini kleine Küken. Und ja, ich möchte die hauptsächlich, weil ich Tiere liebe erstmal und so als Legewachtel eben. Also man weiß ja nie, wenn man Eier kauft, woher die sind und genau, wie es den Tieren einfach ging dabei. Und ich habe mich zurzeit sehr damit befasst, weil ich ja auch dieses Vegan for Fit mal ausprobieren möchte. Und das will ich nicht nur so zum Abnehmen, sondern ich fühle mich natürlich schon besser, wenn ich nicht mit dran schuld bin, dass Tiere umgebracht werden. Genau. Und deswegen probiere ich jetzt einfach mal diese Challenge einfach aus. Bin jetzt auf ein ganz anderes Thema gekommen. Eigentlich ging es jetzt um die Wachteln. Ich will auch gucken. Zu diesem Vegan for Fit, zu der Challenge, die geht 30 Tage und ich werde dann noch ein extra Video drüber machen. Ich werde auch ein Food Haul machen und ein Food Diary, weil ich mag es ja nicht immer gleiche Food Diaries hochzuladen, deswegen sind die immer ein bisschen anders. Immer haben sie irgendein Thema, zum Beispiel mein Cheat Day Food Diary oder das von Finn und so weiter. Also gibt es da dann ein veganes Food Diary. Vielleicht interessiert es euch ja. Also ich habe es eigentlich nur machen wollen, weil ich erstens was Neues gebraucht habe zum Abnehmen, weil das, was ich gerade so gemacht habe mit Kalorienzellen, das funktioniert gar nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Und andererseits, um neue Rezepte kennenzulernen, andere Geschmäcker. Ich bin da sehr, sehr offen für. Ich probiere gerne neue Sachen aus und bin sehr gespannt, wie das dann schmecken wird, so ganz fleischlos. Und muss dann auch kein schlechtes Gewissen haben, weil kein Tier wegen mir getötet wird oder so. Genau. Ich mag aber trotzdem Eier und ich mag auch Milch und wegen den Eiern muss ich mir dann schon mal keine Sorgen mehr machen, muss ich dann auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ich dann ja weiß, wie es den Wachteln geht. Und ja, so 4, 5 Eier sind ungefähr ein Hühnerei. Ich bin am Überlegen, ob ich da auch noch ein Video drüber mache. Ich denke, es wird wahrscheinlich nicht so viele Leute interessieren, aber ich finde, so zu dokumentieren, wie wir zum Beispiel den Stall bauen, den bauen wir nämlich ganz selber. Und so wird mich später auch mal wieder interessieren, wenn ich das dann sehe, wie wir das aufgebaut haben und so. Deswegen wird es da auf jeden Fall wahrscheinlich ein Video drüber geben. Und ja, wir haben schon ein bisschen angefangen. Ich kann es euch mal zeigen. Es ist unterm Dach.
Das war noch vor Ostern und ja, haben wir jetzt aber erstmal auch nur Holz für das Gerüst so gekauft. So, hier. Als erstes wollten wir eigentlich einen alten Hasenstall nehmen und den umbauen mit einem Freigehege dann noch und so, aber der steht hier. Ich habe auch den Anfang davon aufgenommen, aber der ist einfach total fertig. Also wie man da hinten vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt von hier aus, sieht, ist der so ein bisschen angeschimmelt. Da ist irgendwie auch Wasser reingekommen und die Beine unten sind auch nicht mehr richtig vorhanden, weil die weggeschimmelt sind. Genau, und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, doch einen selber zu bauen. Den kann ich da auch ein bisschen größer machen, war mir eh recht. Und ja, ich hatte davor einen Plan gemalt, der bringt mir jetzt natürlich nichts mehr. Kein Hase. Kein Hase, nein. Mama tut Wachteln da rein, mein Schatz. Hm? Oder bin ich auch gespannt, wie Finn da drauf reagiert. Ach ja, ich freue mich da so. Also ich wollte eigentlich schon als kleines Mädel immer mal ein Ei nehmen, einfach und ausbrüten. So, ich glaube, das haben viele den Traum so als Kind. So, ja, eigenes Küken ausbrüten und bla. Darüber gibt es dann noch ein Video. Was ich euch noch erzählen wollte, genau wegen meinem Asthma. Ich habe schon ein paar Tage dieses Notfallspray nicht mehr gebraucht. Es wird besser, Gott sei Dank. FTW oder so. Also Leute, ich wollte gerade filmen, um zu zeigen, wie toll hier doch mein Mann für mich kocht. Ja. Und jetzt fällt ihm da was runter, das ist ihm jetzt peinlich. Ja. Geschnetzelt, das gibt's heute. Und da sind die Champignons. Und ich glaube, ich muss mal wieder meine Nasentropfen nehmen, weil meine Nase ist schon wieder so zu. Schlafen. Ah, schlafen muss der Schnuller? Ja. Ach so. Du machst du Bulle. Ja? Super. So macht der Schnulli, wenn er schläft. Der Papa hat uns einfach Nudeln hingestellt. Jetzt essen wir einfach schon mal Nudeln, weil wir es nicht aushalten. Das ist mein Sohn, der macht es genauso. Übrigens sind das Vollkornnudeln. Ich mag die eigentlich nicht so. Aber erstens machen sie länger satt und zweitens, wenn man echt genug Salz reinmacht, schmecken die echt gut. Ich dachte, das Wetter wird heute mal schöner, aber leider ist es schon wieder mega trüb. Egal, wir haben ja ein Dach auf der Terrasse und deswegen können wir trotzdem den Wachtelstall weiterbauen. Genau, und dann nehme ich euch jetzt mit. Irgendwas wollte ich jetzt, ich habe es vergessen. Genau, Tempo, Taschentücher brauche ich auf jeden Fall noch. Weil meine und Finns Nase, die läuft die ganze Zeit. Und jetzt gebe ich mal raus. So, und ich glaube, das war jetzt so, dass das die Unterseite ist. Nein, die Oberseite. Jetzt ist es wieder die Oberseite. Du willst doch als Oberseite. Stimmt, genau, die Oberseite. Weil da dann der Rahmen ja abschließen muss. Wenn man dann die Türe hin macht, also hier nicht, die macht man natürlich hier hin. Und das ist eigentlich schon relativ groß, muss ich sagen. Wie lang? 1,70 glaube ich. Und breit ist es 60, 70. Fast 70, glaube ich. Taube? Ja, und da haben die dann schon Platz, würde ich mal sagen. Da sind noch unsere Fahrräder. Der Barney, der nie alleine draußen sein kann, länger als 10 Minuten. Dann will er wieder rein. Gell, Finn? Ja. Der Papa tut bauen. Ja. Genau. Aufhören. Psst. Barney. Jetzt weiß ich, warum mir alles so verkratzt ist. Ich säge jetzt meinen Wachtelstall. Hier, ja. Da. Ich bin gespannt, ob ich das kann. Ihr dürft zuschauen. Die Mama tut sägen. Siehst du das, Finny? Nennt man Emanzipation. Perfektes Eck. Schau euch das mal an. Besser geht's nicht, oder? Ha, ich kann's besser als der Patrick. Ha, ha.
Ich bin stolz auf mich, ich feiere das gerade. Ich sag ja, selbst ist die Frau. Super Scherz, hä? Hat die Mama gut ausgesägt. Die müssen alle da drauf passen. Dann ist gut. Ja, okay, eins ist falsch. Obwohl. Na, so rum passt. Okay. Also, ich habe alles schön ausgesägt. Ja. Würde das mein Techniklehrer sehen, wäre er bestimmt stolz auf mich. Und tschüpp. Flugzeug. Das war... Magst du auch mal? Ja. Oh. 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 Schatz, warum hast du schon wieder einen Schnulli im Mund? Oh, nicht in den Sand. Ih. Mama tut ihn in die Tasche, ja? Okay? Ja. Dass er nicht dreckig wird. Super. Bist ein braver Schatz. Hm? Na, das wird noch was mit der Abgewöhnung. Nein. Der Finn schwebt. Oh, meine Schababi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 b
Genau so soll das mal aussehen. Gut. Ja. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Wir tun das jetzt noch kurz unter das Trockene und das Dach hier, dass da nichts drauf regnet. Und dann hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.